12.000 Leute live boxen, habe ich noch nie gemacht. Das klingt so geil, da bin ich dabei. Yannick, freust du dich schon auf The Great Fight Night 2, das Riesen-Influencer-Box-Event, was in Düsseldorf stattfindet am 25.11.? Ein ganz kleines bisschen. Nur ein kleines bisschen? Ja, nur ein ganz kleines bisschen. Weil ein Kampf fällt ja aus, da kommen wir später zu. Erstmal viel wichtiger, Trimax selber kämpft nämlich auch nicht. Genau. Dafür. Sein Bruder. So. Der kämpft nicht, nämlich gegen Noah Z. Das alte Rage-Monster. Ja, was glaubst du, wer gewinnt? Ich meine, Noah Z haut jedes Mal bei FIFA mit einem Baseballschläger sein ganzes Setup kaputt. Ja, aber das gibt ja auch keine Gegenwehr, ne? Das stimmt. Ich wäre tatsächlich eher bei Niki, weil ich glaube, der ist einfach ein bisschen wendiger. Und ich glaube, der hat ordentlich Futter in der Faust, so der haut dir richtig die Birne weg. Also ich sehe auch alles bei Niki, muss ich sagen. Und ich glaube auch, Trimax hat ihm bestimmt ein, zwei Tipps gegeben, weil der hat richtig, ja schon richtig funny wär, geboxt und gewonnen. Niki hat ja Psychologie studiert, oder? Mhm. Und Noah ist ja so ein notorischer Ausraster. Ich sehe da schon so die psychologische Kriegsführung von Niki. Der nervt den einfach beim Fight die ganze Zeit so doll, dass der ausrastet und aus dem Ring springt oder so. Schon vorher die ganze Zeit, wenn die sich so gegenüberstehen, dann labert der ihn einfach. Er labert ihn einfach voll und trifft genau die richtigen Triggerpunkte. Und dann rastet Noah einfach aus und zieht irgendwo einen Baseballschläger her. Sag mal ganz kurz, gegen wen würdest du kämpfen, gegen wen würdest du gewinnen? Ich meine, bei deiner Statur, du bist ja prädestinierter Boxer. Wie gegen mich? Ja, safe gegen dich. Ach komm. Größer. Du hättest doch keine Chance. Ich bin größer und hab längere Arme. Ja, dann stehe ich einfach näher dran. War ja von unten so. Der Zwerg gegen das Streichholz. Genau. Aber es gibt einen Kampf, auf den freue ich mich richtig dolle. Ja. Und den hatte ich gar nicht so doll auf dem Schirm. Und zwar Chef Strobel gegen Jan Schlappen. Ja, so ein bisschen Redemption-Arc auch für Chef Strobel, der ja bei der Great Fight Night 1 von Corona geplagt noch war und deshalb ziemlich auf die Mütze gekriegt hat. Hat ja damals bei uns im Interview auch schon gesagt, dass er da nochmal größer angreifen will. Und ich bin auch super motiviert, nochmal fürs nächste Mal dann wirklich über 6 Runden auch zu kämpfen, weil das ist auch mein Anspruch an mich selbst, auch an meinen Trainer, weil der hat so viel Zeit in mich investiert. Jan Schlappen kennt man ja von Seven vs. Wild, Staffel 3. Er war ja Wildcarder. Würde ich nicht unterschätzen, der hat locker mit Joey trainiert am Strand. Ja, ich sag, wie es ist. Joey hat einen Knüppel gebaut, Jan musste ausweichen. Das ist ja so geil, wenn das wirklich einfach bei Sam vs. Wild so in einer Folge kommt. Das ist so funny, Folge wenn kommt. In Folge 10 oder so so eine Folge ist, wie sie irgendeinen Drill machen, wo Joey einfach ihm mit einem Prügel eingibt die ganze Zeit. Und er schleppt die ganze Zeit Steine. Ich will's sehen. Aber ich sehe den Vorteil bei Jan Schlappen einfach, weil wieder, der ist ja deutlich größer als Chef Strobel, glaube ich. Ja, ist er so riesig? Ist der nicht über 1,90? Okay, krass. Ja, kann sein. Also vielleicht täuscht es auch, weil Joey Kelly nur 1,50 ist. I don't know. Ich glaube, Chef Strobel, Digga, der ist richtig heiß. Der hat bei der ersten Fight Night hat er schon gut trainiert. Der trainiert ja hier auch in Hamburg. Und ich glaube, der ist richtig hart dabei. Der hat Bock auf den Fight. Ah, ich weiß nicht. Das ist auch bei diesen Amateurkämpfen ist immer schwer einzuschätzen, weil Tagesformabhängig und da passieren ja einfach mehr Fehler. Entsprechend ist es mehr Münzwurf, wer da am Ende als Sieger vom Feld geht. Schreibt doch mal kurz in die Kommentare, was ihr glaubt, wer wird die einzelnen Kämpfe gewinnen. Das wird uns auf jeden Fall interessieren. Ja. Und jetzt sprechen wir noch ganz kurz über den Fight, der abgesagt wurde. Das ist nämlich Varion gegen Juli Pohl. Ja. Varion kann nicht kämpfen. Nee. Er hat Schmerzen im Bauch gehabt. Genau, und ist zum Arzt gegangen. Verdacht war Milzriss. Ist es jetzt Gott sei Dank nicht so? Ja, das wäre krass gewesen. Gute Besserung auf jeden Fall hier an der Stelle. Aber anscheinend ist seine Rippe angebrochen oder gebrochen. Deswegen kann er halt nicht fighten. Ja. Also die Rippe ist halt durch, die ist gebrochen. Und es gibt keinen Ersatz für Juli. Also er ist natürlich gebrochen. Ja, das ist so hart. Du machst 4 Monate lang, bereitest dich auf so einen Tag vor und dann ist alles vorbei. Willst du dich nicht noch schnell anbieten? Komm. Nee, ich denke jetzt nicht. Jetzt ist deine ich 30 Sekunden denke, in die Kamera. Ich denke nicht. Komm, eine Ansage an gegen Juli. Gegen dich habe ich dabei. Die Chance, gegen alle anderen Menschen auf der Welt nicht. Allein gegen alle anderen Menschen auf der Welt allein schon. Hä? Wer aber auf jeden Fall ja noch dabei ist, ist zum Beispiel Regina Hicks gegen Tina Neumann. Mhm. Könnte, glaube ich, ganz interessant werden. Crispy Rob gegen Jonas Ems. Ja. Da bin ich auch mal gespannt. Und hier, Kollege Breitenberg gegen The Franklin. Als Teilnehmer von Seven vs. Wild ist natürlich der interessanteste für uns Jan Schlappen. Mhm. Wenn ihr Bock auf Seven vs. Wild habt, dann checkt auf jeden Fall unsere Recap-Folgen aus. Wir bringen jede Woche dienstags und freitags nämlich eine eigene Episode. Dann sehen wir uns da. Seven in the Wild. Seven in the Wild.